Der grüne Pass soll also der Freifahrtschein für den Alltag werden. Aktuell ist gerade eine entsprechende Novelle des Epidemie- und des Covid-Maßnahmengesetzes in Begutachtung. Datenschützer schlagen aber Alarm, weil hier sensible Daten verschränkt werden sollen. Wozu muss ein Mediziner wissen, was ein Covid-Kranker verdient? Christian Techner berichtet. Es geht um Datenverknüpfung und den grünen Pass. Eine Novelle des Gesundheitsministeriums soll beides regeln. Doch es gehört getrennt betrachtet, betont der Komplexitätsforscher der MedUni Wien. Da muss man zwei Sachen voneinander trennen. Der grüne Pass hat an sich nichts mit anderen Datenverknüpfungen zu tun, die auch in dieser Novelle stehen. Beim grünen Pass geht es darum, dass man leicht erfassen kann, ob jemand genesen, getestet oder geimpft ist. Bei der anderen Sache geht es darum, dass man statistische Auswertungen ermöglichen möchte, um sich anzuschauen, wie schaut es um die soziale Dimension in dieser Pandemie aus, wer steckt sich in Österreich eigentlich an. So sollen Impfungen bei ELGA gespeichert auch ins epidemiologische Meldesystem kopiert werden. Da finden sich dann Covid-19-Erkrankte neben geimpften Personen. Und es geht noch viel weiter. Dazu kämen Daten über Reha-Aufenthalte und Krankenstände oder über eine mögliche Arbeitslosigkeit, ebenso übers Erwerbsleben oder Einkommen. Daten, die im Kampf gegen die Pandemie schon längst zusammengehören, betont Klimek, alles unter einem Pseudonym der Person. Also da steht kein Name drin, da steht keine Sozialversicherungsnummer drin. All diese Informationen sind daraus gelöscht. Aber natürlich, was man hat, ist, dass man quer über diese Datensätze ein und dasselbe Individuum nachvollziehen kann, um sich dann eben anzuschauen, gibt es Berufsgruppen, die ein höheres Infektionsrisiko haben? Gibt es Bevölkerungsgruppen, wo die Impfbereitschaft bis jetzt niedriger war und wo man dann zum Beispiel mit Aufklärungskampagnen arbeiten muss, um auch diese Personen zu erreichen? Vorbildlich seien da andere europäische Länder, wo man schon lange diese Daten zusammenführt und damit auch erfolgreich gegen die Ausbreitung von Corona sei. Gerade skandinavische Länder wie Dänemark oder Norwegen, Finnland, die mit viel weniger stringenteren, zielgerichteten Maßnahmen diese Pandemie teilweise besser im Griff gehabt haben als wir, da ist das ganz normal und da gibt es seit Jahrzehnten eine starke Tradition, genau solche Forschungen durchzuführen. Für Datenschützer geht die Novelle jedenfalls zu weit. An manchen Stellen ist sie nicht konkret genug. Es ist immer gefährlich, wenn man eben Daten, die für den Zweck Arbeitslosigkeit erhoben worden sind, dann auch zusammenführt mit Gesundheitsdaten, weil man am Schluss vielleicht wirklich eine super Datenbank haben könnte für jeden Zweck. Und das ist eine große Gefahr und das muss man natürlich ganz genau beobachten. Alle Daten unter einem Pseudonym gespeichert, das reicht der Datenschützerin jedenfalls nicht. Tatsächlich ließen sich gewisse Rückschlüsse auf Betroffene finden. Der Punkt ist, dass bei all diesen Verarbeitungen mit pseudonymisierten Daten ist es theoretisch möglich, durch Verschneidung mit zusätzlichen Daten aufzulösen, um was für Personen es sich da handelt. Da muss einem aber klar sein, wenn man das macht, dann macht man sich strafbar. Aus seiner Sicht wäre jedenfalls ein unabhängiges Gremium wünschenswert. Das soll dann klären, wo die Grenzen eines Datenaustauschs tatsächlich liegen.